Die Wahrheit wurde aufgedeckt. Nun wartet die logische Schlussfolgerung. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Liberation. Die logische Schlussfolgerung ist im Grunde, dass ja nur eine einzige Person der Company Man sein kann. Oder vielmehr die Company Woman. Oh, wer weiß. Ich bin ja immer noch der Meinung, es ist dann ihre Stiefmutter. Die hat sich nämlich sehr merkwürdig verhalten. Ich könnte es mir zumindest sehr gut vorstellen. Wobei das natürlich, ja, na gut, sie hat immer auch, ne, wollte die Sklaven ja befreien. Natürlich lässt sich sowas immer gut verkaufen. Man befreit die Sklaven, dann steht man immer gut da. Vor allem bei den Sklaven natürlich. Hm, von daher würde das schon durchaus passen. Oh, ausweichen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt wirklich das und dann Ende. Mal gucken. Sehe ich ähnlich. Oh, verzeihen Sie. Nein, ich habe nichts gemacht. Tut mir leid. Ich war es nicht. Das war eine andere. Oh, was hier? Lol. Hä? Hm? Was soll ich denn hier machen? Nämlich. Lass mich zeigen, was wirklich geschah. Oh nein. Mr. E ist wieder he. Na gut. Hier ist etwas, das Sie ausgelassen haben. Aha. Und wo? Bitte? Da oben? Ich werde mal nach oben gehen. Hier steht doch nirgendwo, dass der E-Typi wieder hier ist, ne? Ich kletter einfach mal kurz hoch. Mal schauen, vielleicht ist das hier oben irgendwo. Ja, wobei, es wäre Bullshit. Hier ist etwas, das sie ausgelassen haben. Okay. Also noch sehe ich ja mal nichts, ne? Nur stinknormale Wachen. Ich kann natürlich noch mal ganz nach oben, aber was sollte mir das bringen? Ha. Aha. Lol. Okay. Töten wir sie einfach. Warum nicht? Dann bin ich ja mal gespannt. Papa, ich bin nicht... Warum gingst du fort? What? Ich hätte dich geheiratet, wenn ich... Mein Arrangement mit Madeleine war geschäftlich. Mit F? Sie überzeugte mich. Wenn die Gesetze nur... Kannst du mir jemals verzeihen? Ich weiß nicht, Papa. Was ist denn hier jetzt los? Jetzt bin ich ja mal ein bisschen... überrascht. Tja. Na gut, ist ja kein echter Inzest, die sind ja nicht verwandt. Von daher ist das ja total wurscht. Aber an der Stelle mache ich eine kleine Pause und wir sehen uns dann in ein paar... In einem Schnitt schon wieder. Bis dahin. Bis gleich. Da bin ich wieder zurück. Komischerweise bin ich jetzt hier. Naja, gut. Ich dachte, wir kommen... Ich musste das Spiel einmal kurz beenden nochmal auch so. Und eigentlich habe ich gedacht, ich bin dann wieder im Haus, aber nö. Irgendwie nicht. Naja. Aufdeckung der Wahrheit. Erinnerung. Beginn. Aveline, welch freudige Überraschung. Verlief deine Reise sicher? Sicherheit? Ha! Das ist doch nur eine Utopie. Aveline, geht es dir gut? Du musst nicht länger die Mutter spielen, Company Man. Ich kenne nun deine wahre Identität. Oh, Aveline, sei nicht so böse. Glaubst du etwa, dass ich nicht wüsste, was du tust, wenn du des Nachts aus dem Fenster... und über die Dächer kletterst? Wie du deinem Vater die zierliche Tochter vorspielst? Wie du dich ausgerechnet unter Sklaven mischst, selbst das noch? Als könntest du deine wahre Natur vor mir verbergen. Meine liebe, süße Stieftochter.
Du lebst nur deshalb noch, weil ich dich brauchte. Weil ich dich immer noch brauche. Wofür? Setz dich. Nein, wir rennen lieber weg. Wie scheint. Eieieiei, ich sage euch. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Wir sollten uns doch... Ach so, ich soll einfach flüchten. Okay. Wo soll ich... Ach, das war schon. Wir sind geflüchtet. Oh, verdammt. Bonjour. Lol. Blöd. Dafür ist es zu spät, meinst du nicht? Meine Männer werden dich töten. Was bleibt denn noch von deiner kleinen Bruderschaft? Lasst nur. Sieh uns an. Traurig. Wie viele Jahre arbeiteten wir zusammen für die Sklaven? Du unterdrücktest sie. Nach deinen Regeln. Du dachtest nur an deinen Profit. Du hast es beendet. So wie ich wollte. Monsieur de Ferrer jedoch hatte anderes im Sinn. Er machte meine friedliche Kolonie zu einem Zuchthaus. Du musstest ihn töten. Dafür danke ich dir. Ich glaube dir nicht. Aveline, ich liebe dich. Wie meine eigene Tochter. Ich kann keine Kinder kriegen, doch du brachtest Licht in mein Leben. Mein ganzes Leben belogst du mich. Es tut mir leid. Es war notwendig. Als Mutter musste ich dich schützen. Sieh mich nun an im Licht der Wahrheit. Du weißt, wie es ist, ein geheimes Leben zu führen, deine Macht mit Frauenkleidern zu verhüllen, Männern gehorsam vorzugaukeln, die deine wahren Fähigkeiten nicht dulden wollen. Bin ich dir denn tatsächlich so fremd? Ich brauchte dich, um die Gewalttäter in meiner Organisation zu vernichten. Ich brauche dich noch immer. Die Assassinen dürfen dein Talent nicht vergeuden. Dafür bist du mir zu wertvoll. Als Werkzeug zur Manipulation? Ich weiß, du bist frustriert. Agathe! Ich widersetzte mich. Ansonsten wäre der Ferrer nämlich noch am Leben. Siehst du? Wir wollen dasselbe. Gemeinsam, Aveline. Bringen wir es zu Ende. Ablegen der Maske. Oh, was? Sequenz 9? Hä? Gibt's nicht nur 8? Ich bin verwirrt. Massivst. Nach einer Konfrontation mit dem Company Man, niemand anderen als Madeleine Delisle, ihrer geliebten Stiefmutter, fühlt sich Aveline verwirrt und einsam. Sie reist in den Bayou, um Agathe nach Rat zu fragen und ihren Glauben an die Bruderschaft auf die Probe zu stellen. Ach so, die hat jetzt... Okay, verstehe ich nicht. Warum hat sie die einfach gehen lassen? Der Lehrling kehrt zurück. Warum? Welchen Nutzen hat der alte Agathe noch für dich? Ich habe die Identität des Company Man aufgedeckt. Was? Hast du ihn nicht vor Jahren getötet? Das war nicht der Company Man. Du wolltest ja nicht hören. Jetzt erkennst du den Fehler. Du trägst die Verantwortung dafür ebenso wie ich, Agathe. Ich war ein Kind, als ich mich der Bruderschaft anschloss und du mich zu Assassinen machtest. Du gabst vor, mich zu schützen, den Feind auszumerzen. Und die ganze Zeit war meine Stiefmutter Madeleine der Company Man. Die Boshaftigkeit liegt in der Familie. Nun, willst du mich töten, oder was? Agathe, halt! Lol. Komm wieder zu Sinnen. Alles klar. Boah, guck dir, boah, Junge. Boah, der hat Zaubernebel benutzt. Nein, das kann nicht sein. Aber er ist tot. Ah gut, ich habe ihn einmal getroffen. Tot kann er ja wohl schlecht sein, oder? Agathe, was hast du mir angetan? Hä? Der Orden ist weg. Wer? Hä? Jetzt ab hier. Moment. So, zack. Weg mit euch, Bitches. Hä? Lol. Wie? Ach, deine Mutti, Junge. Stoppen. Ich kenne es gut. Aber du. Ach, komm, ey. Fuck. Boah, gehen die mir auf den Sack? Du kannst mich nicht treffen. Ach ey, ohne Scheiß. Ich hab... Alter. Ich habe doch Kontern gedrückt. Ich hasse das, wenn so eine Speer-Motherfucker
Ja, wenn man die nicht kontern kann, das ist doch scheiße. Komm wieder zu Sinnen! Komm wieder zu Sinnen! Ach, halt deine Backen, ey. Hier, kriegst auf die Fresse, Junge. Nein. Doch. Das kann nicht sein. Wohl. Agathe! Was hast du mir angetan? So, die sind ja kein Problem. Der Orden ist die Zukunft. Wer? Ich hab doch... Alter! Ohne Scheiß, ich flipp hier aus, wa? Ohne Witz. Was? Ey, wie die nicht kontert, tötet mich mal bitte. Nee, da hab ich keine Lust drauf. Das ist doch scheiße. Mach jetzt hinne. Komm, töte mich. Ich werde mich auch nicht wehren. Boah, ey, das ist ja schlimmer als in allen anderen Teilen. Wenn ich hier kontern drücke, manchmal wird das gar nicht als Befehl irgendwie erkannt. Agathe! So. Ja, jetzt hast du toll gemacht. Hier, gib's auf die Fresse. Nein. Bei mir ist es ja scheißegal, ob ich Schaden erleide oder nicht. Aber ich, boah, ganz ehrlich, ey, dann soll die... Agathe! Blöde... Was hast du mir angetan? Sumpfpomeranze hier wenigstens auch kontern, wenn ich's will. Der Orden ist die Zukunft. Wer? So. Und du auch. Ich glaube, ich muss jetzt unbedingt. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Ich, Alter! Ich kenne es gut. Aber du. Ich hab doch. Alter, ohne Witz. Jetzt. Alter, töte den nochmal. Mann, ey. Du bist ja bescheuert bei. Jetzt töte den nochmal. Spürst du nun dein Gewissen? Okay. Agathe! Halt! Der Tag, an dem die Seeleute dich angriffen. Ich hätte nicht einschreiten sollen. Hm. Ich dachte, du hättest die Seele eines Kriegers, wie deine Mutter. Doch du schlägst nur nach deinem Vater, diesem bleichen Sklaventreiber. Okay. Jetzt müssen wir uns um Agathe kümmern. Agathe Spinate. Achso, er ist wieder. Hast du kein Recht. Oh, er ist wieder weg. Stehen bleiben. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein. So, den da kann ich mich auch nicht einfach so töten. Na, den auch nicht, wie ich es vermutete. Aua. Moment. Alter. So. Zack. Nein. Das ist Illusion. So läuft der Hase. Kommt da noch mehr? Ah, Tatsache. Du bist Illusion, geh weg. Nee, er ist... Guck mal. Ja, nee, doch, er ist Illusion. Verdammt! Du da in den Hosen. Halt! Wer? Wer trägt hier Hosen, bitte? Nein. Aua. Das ist ein Irrtum. Ein Irrtum? Was sagst du? Bam. So. Tot. Eine vergiftete Täuschung. Nicht mehr. Okay, und weiter nach oben. Alles klar, Junge. Ach, da war Agathe ja schon. Öffne die LOL. Moment, ich will ganz kurz raus. Ich muss irgendwie einen besseren Blick auf die ganze Geschichte bekommen. Da kommt her, ihr kleinen Pisser. Zack. Aua. Warum ging das bei dem nicht? Scheiße. Aua, genau. Genau. Okay, jetzt aber. Zack. Bam. So. Als Fress. Agathe. Ach, ja, ja. So muss es nicht enden. Die Stücke der Scheibe aus Chichen Itza. Hilf mir doch. Sag mir, was sie bedeuten. Ist er vielleicht der Verräter von Anfang an schon gewesen? Es wäre ja durchaus möglich. Ich sagte, du sollst nie davon sprechen. Das Wissen wird uns alle vernichten. Aha. Boah, ihr mehr Theatran, ihr könnt aber auch nicht einbringen ins Spiel, und wa? Ohne es, worauf stolpern wir dann blindlings durchs Dunkel zu? Na, komm, Antwort. Nicht darauf zu. Fort davon. Denke nicht mehr daran. So, da bin ich. Mein Freund.
Mentor, zwing mich nicht dazu. Der Agathe, der mich trainierte, ist mutig und ehrlich. Ich weiß, noch lebt er in dir. Lass ihn wieder raus. Was habe ich getan? Ich hätte bei deiner Mutter bleiben sollen. Dann wärst du mein Kind gewesen. Meine Tochter. Und nicht ein solches Monster. Geh jetzt, Agathe. Lauf! Und schwöre, nie wiederzukommen. What the fuck? Soll ich den langsamen Tod eines Feiglings sterben? Wie dieser Ujoa? Mit dieser Schmach lebe ich nicht. Ich... Ja, dann... Agathe, nein! Haust du rein, Junge. Agathe konfrontieren. Och, Mensch, guck mal. Fail. Wenigstens habe ich sie zu Ende gebracht. Das ist ja auch schon mal was. Ach ja. Agathes Scheitern als Assassine und sein Mangel an Vertrauen in Aveline führen dazu, dass Aveline jeden Halt verliert. Sie kehrt zurück zu Madeleine, bereit, sich ihr und ihrer Sache anzuschließen. Was? Ich befolgte deinen Wunsch. Er ist tot. Und die Scheibe? Schwörst du, die Grundsätze unseres Ordens zu befolgen und all das, wofür wir stehen? Ich schwöre. Unsere Geheimnisse zu hüten und die wahre Natur unseres Schaffens nicht preiszugeben? Ich schwöre. Und das von nun an bis in den Tod, was es auch koste? Ich schwöre. Dann heiße ich dich bei uns willkommen, Schwester. Gemeinsam läuten wir den Beginn einer neuen Welt ein. Einer Welt, in der wir mit all unserer Kraft dafür sorgen werden, dass alles den richtigen Platz findet. Meine Tochter, du bist nun eine von uns. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Okay. Das war Assassin's Creed Liberation HD Edition. Nun gut, lege ich mal den Controller zur Seite. Ich muss ehrlich gestehen, also optisch, rein optisch fand ich das Spiel gar nicht so schlecht. Was ist denn jetzt los? What the fuck? Es ist noch gar nicht zu Ende, oh mein Gott. Okay, also rein optisch, ich werde jetzt einfach schon mal das Fazit einfach hier erzählen. Rein optisch war das Spiel nicht so schlecht. Ja, von der Story her, muss ich sagen, war das ein recht dünnes Ding. Wo ist denn der Typ überhaupt? Wo soll ich denn hier hin? Wer soll ich wissen, wo der ist? Da oben. Vielleicht, keine Ahnung. Ich fand die Story nicht wirklich spannend und hat irgendwie, ja, recht wenig auch mit Assassin's Creed zu tun, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, jetzt nicht so Assassin's Creed-like wie zum Beispiel noch der vierte Teil. Das hat, okay, eine eigene Geschichte, klar, aber irgendwie nicht so geil. Also ich weiß nicht, ich fand das Spiel echt nicht so Pong. Wie komme ich denn da überhaupt hin, ey? Ah, keine Ahnung. Ist, glaube ich, eher da hinten noch lang, ne? Ja, wie gesagt, optisch war es okay, fand ich es gar nicht mal so schlimm. Aber halt storytechnisch, Mama. Mama mia. Lol. Achso, ja, warum nicht? Da fand ich es halt, wie gesagt, nicht so pralle und ich hatte eigentlich auch schon halb keine Lust mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt eine ganze Weile mit Assassin's Creed natürlich zu tun hatte. Und zwar, ja, jetzt den fünften Monat und irgendwann ist halt auch ein bisschen die Luft raus. So, zack. Ich hoffe, der war das auch, sonst wäre doof. Ich bin gespannt, was jetzt nochmal geschieht. Oh, ich habe sogar geschafft. Nice. Oh, es funktioniert nicht. Warum verstehe ich nicht? Das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Jahre
Jahre vergeudet. Ein Leben voller Opfer und... Oh. Wir haben alle Stücke, da bin ich sicher. Es sei denn... Die sind falsch. Okay, das ist anscheinend doch noch nicht das Ende des Spiels. Wir müssen nochmal kämpfen und alle töten. Jawohl. Hui, hui. Okay. Oh, Junge. Kein Schaden, allein, das hast du schon verkackt. Ach, deine Mutti. Moment, halt. Moment. Ich weiß gar nicht, wie kann ich... Ah, so kann ich ausweichen, alles klar. So, zack, 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 zack. Au. So. Ja, mein Fazit, das war's im Grunde schon. Was soll ich da noch zu sagen? Das Spiel, ich fand's jetzt nicht so, ja, Premium, ganz ehrlich. Es war okay. Aber es ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. So, da habe ich sie umgenockt. Wer war das? Ich. Haben wir voll gesehen. Warum? Darum. Du gibst dir Ferrer die Schuld für Chichen Itza. Doch ich durchschaue dich. Meine Tochter? Nein. Tochter? Nur zwei Menschen dürfen mich so nennen. Eine hast du verbannt, den anderen geopfert. Fingerhut. Du hast Vater mit deiner Fürsorge und deinen Tränken ermordet. Warum? Weil er dich niemals wirklich liebte? Und John? Meine Mutter? Du nahmst ihr Kind, schicktest sie fort. Du hieltest sie als Sklavin, auch nachdem Vater sie befreit hatte. Und nun willst du für mich das gleiche Schicksal. Im Dienste der Menschheit. Für die Arbeit, für die du geschaffen wurdest. Wir geschaffen wurden. Dem höchsten Ziel. Ich werde dir nicht dienen. Nein! Eva führt uns durch den Krieg der Generationen. Es wird große Opfer geben. Großen Kummer, das Sklaven der Menschheit zu beenden. Nun ist die Zeit, unsere Freiheit einzufordern. Kämpfst du mit uns? Ich kämpfe. Eva wird uns führen. Eva wird uns führen. Es ist getan. Es ist getan. Jetzt ist das Spiel aber zu Ende. Das war dann Assassin's Creed Liberation HD Edition. Wie gesagt, das Spiel optisch gar nicht mal so schlecht. Auch wenn man natürlich bedenkt, es ist ja ein Handheld-Port, also von der PS Vita, geht das durchaus klar. Die Story ist recht dünn. Die ist jetzt nicht unbedingt so spannend. Also kann es definitiv nicht mit einer Story von irgendeinem anderen Assassin's Creed aufnehmen. Und ja, so dramaturgisch gesehen ist jetzt auch nicht so der Knaller. Ich muss auch sagen, ich bin, wie gesagt, habe ich ja gerade auch schon erwähnt, ein bisschen froh, dass Assassin's Creed endlich vorbei ist. Nach 5 Monaten Assassin's Creed oder vielleicht schon fast einem halben Jahr insgesamt, tut das ganz gut, endlich kein Assassin's Creed mehr zu spielen. Da freue ich mich drum. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei allen, die das Projekt verfolgt haben. Und würde einfach mal sagen, ich spiele ein bisschen mit dem Mauszeiger hier rum, schiebe den einfach mal hier woanders hin. Und ja, es wird, Assassin's Creed kommt ja wahrscheinlich im September oder so wieder neu, oder zwei neue Spiele. Die werde ich dann auch wieder let's playen, bis dann habe ich ein bisschen Pause, mal gucken, wie ich das mache, ob gleichzeitig oder nacheinander. Für Assassin's Creed wird es erstmal kein neues Projekt geben im Anschluss, das ist glaube ich auch ganz gut so. Mal ein bisschen runterfahren, ne? ein bisschen zurückschrauben und so, muss ja auch sein. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in einem neuen Projekt, was durchaus irgendwann ja mal anfangen wird, oder in einem momentan laufenden Projekt. Bis dahin, haut rein, Leute!